Herzlich willkommen zum Börsenlexikon bei Wirtschaft TV. Mein Name ist Sebastiano Schweizer und wir sind jetzt hier bei Tradegate und lassen uns erklären, was Ordertypen sind. Doch zuvor haben wir bei euch nachgehakt. Ein Ordertyp, das ist aus meiner Sicht jemand, der quasi berufsmäßig vermutlich oder freiwillig mit solchen Dingen handelt. Ich meine, wenn es ein Typ ist, ist es eine Art von irgendwas, oder? Vielleicht jemand, der einfach auch viele Aktien auf einmal kauft. Christoph, du musst mir jetzt mal erklären, was sind denn eigentlich die verschiedenen Ordertypen? Wenn du an der Börse eine Order aufgibst, sprich du möchtest ein Wertpapier kaufen oder verkaufen, hast du verschiedene Möglichkeiten, sprich Typen, dies zu tun. Und welche Typen gibt es denn? Es gibt ganz viele verschiedene Ordertypen, doch ich gehe jetzt einfach mal auf die drei wichtigsten ein. Das ist zum einen die Limit Order. Bei der Limit Order ist es so, dass der Käufer bzw. Verkäufer ein festes Limit vorgibt, zu dem er bereit ist zu kaufen bzw. zu verkaufen. Und entweder er wird zu diesem Limit ausgeführt oder einem besseren, oder aber er wird nicht ausgeführt. Als zweites gibt es die Market Order. Hier unterscheidet man einmal zwischen einer Billigst-Order und einer Bestens-Order. Bei der Billigst-Order ist es so, dass ein Käufer bereit ist, zu jedem x-beliebigen Limit zu kaufen. Dementsprechend erhält er auch garantiert eine Ausführung, er weiß allerdings nicht genau zu welchem Preis. Bei der Bestens-Order ist es genau umgekehrt. Hier ist ein Verkäufer bereit, zu jedem x-beliebigen Limit zu verkaufen. Auch hier hat er eine Ausführungsgarantie, weiß allerdings nicht zu welchem Preis. Und als dritten wichtigen Ordertypen gibt es die Stop-Loss-Order. Die dient dazu, dein Risiko zu begrenzen. Wenn du ein Wertpapier gekauft hast, hast du die Möglichkeit, ein Limit festzulegen. Und sobald das Wertpapier unter dieses Limit fällt, wird automatisch das Wertpapier verkauft. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne bei www.wirtschaft-tv.com.